Das ist die Philosophie der Destruktion oder die Philosophie des Destruktiven. Natürlich kennen wir neben der Konstruktion, neben dem Schönen, Guten und Wahren beispielsweise, das Destruktive, das Fürchterliche, das Leidschaffende, das Problematische, das Zerstörerische und so weiter. Und ich möchte mal hier wagen, so ein paar Gedanken zur Philosophie der Destruktion zu erzählen oder eben Gedankenanstöße dafür geben. Warum sind wir als Menschen destruktiv? Warum sind wir zerstörerisch und immer wieder zerstörerisch, egal ob wir Kriege führen, ob wir autodestruktiv sind, indem wir uns umbringen, indem wir meinetwegen Zigaretten rauchen und genau wissen, dass das schädlich ist und das auch empfinden, aber eben weiter dazu beitragen, dass unser Körper zerstört wird. Wie ist es in dem Zusammenhang mit dem zerstörerischen Thanatos? Thanatos, ein griechischer Ausdruck, den ja schon Sigmund Freud in seinen mythologischen Aufnahmen oder sagen wir mal mythologischem Eingehen und eben in Bezug auf die alten Griechen meinte. Wir haben einen Thanatos, einen Todestrieb geradezu. Wir haben nicht nur einen lebendigen Trieb, der uns leben lässt und das Leben ist sehr stark und das Leben möchte sich immer wieder durchsetzen. Und auf der anderen Seite gibt es eben den Thanatos, das Destruktive, das Zerstörerische. Den Todestrieb geradezu, weil es uns woanders hintreibt als nur eben in das Leben. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben als Mensch tatsächlich auch so etwas wie eine Energie, die oder geradezu auch eine Sehnsucht nach dem Nicht-Leben, nach dem, was nach dem Leben ist oder zwischen dem Leben ist oder wie auch immer. Wir kennen es ja nicht. Und das ist dann meinetwegen der Thanatos. Wir leben in diesem Gefilde zwischen Liebe und Hass. Und Liebe und Hass sind ein und das Gleiche, aber eben in dieser Unterschiedlichkeit. Auf der einen Seite Liebe oder empfundene Liebe oder berührende Liebe oder erwünschte Liebe, erhoffte Liebe. Und dieses große, große Phänomen der Liebe. Und auf der anderen Seite das große, große Phänomen des Hasses. Liebe und Hass liegen eng beieinander. Wie ist das mit dem Scheitern und mit dem Bewältigen? Wie ist das mit Leid und Freude? Und unser Leben, seien wir ehrlich, besteht aus der Abfolge von Leid einerseits und Freude auf der anderen Seite. Leid, das einfach so passiert, Leid, das wir selber produzieren und Freude auf der anderen Seite. Ein ständiger Fluss von Leid und Freude. Natürlich kommen wir hier nicht drum herum in dieser Philosophie, das Ego und damit die Einseitigkeit und Destruktion hervorzuheben. Das Egozentrische, das sich unbedingt einseitig in seiner Egozentrik durchsetzen möchte, ist eben dann auch immer wieder destruktiv. Also hier kommen die beiden Begriffe Durchsetzen und Machtanspruch hervor. Das ist etwas Grundlegendes, sich durchsetzen wollen, einen Machtanspruch, eine Einseitigkeit zu verwirklichen. Und natürlich in diesem Zusammenhang Größe versus Wertlosigkeit oder Minderwertigkeit. Etwas Großes vollbringen, etwas Großes sein und darstellen, wichtig von Wichtigkeiten, auf der anderen Seite vollkommen wertlos zu sein. All das hat mit Destruktion zu tun. Und damit sind wir grundsätzlich beim Phänomen der Spannung. Beim Phänomen der Spannung bei allem Lebendigen oder in allem Lebendigen. Und von der Spannung wissen wir, dass sie sich immer wieder entlädt. Sie entsteht eine Zeit lang, sie spannt sich an, sie hat einen Druck, sie baut ein Potenzial auf und dann kommt es zu einer Entladung wie bei einem Gewitter. Und Spannung entlädt sich positiv oder negativ und damit konstruktiv oder eben destruktiv. Also das Geschehen als Dynamik kann gelingen oder auch scheitern. Und häufig gelingt etwas im Leben, aber genauso auf der anderen Seite scheitert es auch so. Jegliches Geschehen unterliegt einer Dynamik von Gelingen oder Misslingen oder Scheitern. Letztendlich, wenn wir das
durchschauen, scheitert alles. Das heißt, alles, was lebendig ist, alles, was in einer Existenz ist, ist auch letztendlich dann nicht mehr in der Existenz und damit ist es gescheitert oder verschwunden. Es ist nicht mehr existenziell. Und das kann eben bedeuten, dass es friedlich nicht mehr da ist oder unfriedlich nicht mehr da sein kann. Und um es nochmal zu unterstreichen, es geht letztendlich immer wieder, und gerade bei dem Begriff Destruktion und dem Zerfall alles Bestehenden, es geht um Ordnung und Chaos. Und Destruktion beschleunigt Vorgänge des Zerfalls, ganz einfach. Und sie kann maximal sein, dann zerspringt etwas, dann springt etwas willentlich im egozentrisch Einseitigen, kommt also zu einem schnellen Ende und damit eben zu einer schnellen Destruktion, oder es hat eben seine Zeit, dass es entsteht. Und damit sind wir bei dem Begriff Aggression. Aggression als Grundlage einer sich behauptenden Aktion führt auch zur Zerstörung. Und Aggression scheint etwas Negatives und damit etwas Destruktives zu sein, aber wir müssen genau hinschauen. Aggression ist nicht unbedingt etwas Destruktives und damit Negatives, sondern Aggression ist ein Potenzial, das entsteht. Genauso wie wir das Potenzial der Angst haben. Angst ist ein Potenzial, in dem sich viel verbirgt, in dem viel möglich ist. Und so ist es eben dann auch mit der Aggression. Aggression als Grundlage einer sich behauptenden Aktion führt auch zur Zerstörung. Das bedeutet, Gelingen und Nicht-Gelingen liegen also eng beieinander, sind sehr eng miteinander. Und vielleicht in dem Sinn auch jenseits von Polaritäten oder Dualitäten. Das heißt, zwischen Gelingen und Untergehen vollzieht sich unsere Existenz. Das könnten wir vielleicht aus all dem schließen. Zwischen Gelingen und Untergehen vollzieht sich Existenz. Und das zeigt letztendlich, wie fragil Existenz ist.